Und damit herzlich willkommen zu This War of Mine oder beziehungsweise willkommen zurück zu This War of Mine. Ihr habt euch ja gewünscht, dass dieses Let's Play startet oder weitergeführt wird, wie auch immer, wenn man den ersten Teil mit einbezieht. Kleines Problem habe ich aber gehabt. Irgendwie hat der neueste Nvidia-Treiber oder was auch immer da das Problem war, so genau kann ich das nicht nachvollziehen. Das Spiel in einer ganz seltsamen Auflösung gestartet. Dann habe ich es nochmal deinstalliert und nochmal neu installiert. Das Problem bestand weiterhin. Man muss sich da so ein Zusatzprogramm, das nennt sich Borderless, installieren, sodass man praktisch im Fenstermodus spielt. Man sieht aber nicht, dass man im Fenstermodus spielt und dann wird das Spiel in der richtigen Auflösung dargestellt. Dadurch hat es natürlich den das Savegame zerschossen, sage ich jetzt mal. So dass wir jetzt nochmal neu starten müssen, aber ich sehe darin überhaupt kein Problem, weil das erste Video, was ihr gesehen habt, war ja mehr so ein Preview, sag ich mal, um was das da geht und so. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ins neue Spiel. Tag 1. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ob wir andere Charaktere jetzt haben. Schauen wir uns das mal an. Aussehen tun sie noch genauso, wa? So, da sind wir bei This War of Mine. So, ich lese euch trotzdem nochmal vor. Wie lange hat diese Belagerung gedauert? Es ist schwer zu sagen, wenn jeder Tag ein Überlebenskampf ist. Die Stadt wimmelt nur so von Scharfschützen. Fast jede Nacht gibt es Bombardierungen, Telefone funktionieren nicht, es besteht ein Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Und viele Menschen sind obdachlos. Bruno und Marco sind schon immer gute Freunde gewesen und als der Krieg ausbrach, beschlossen sie, zusammenzuhalten. Sie trafen Pavel bei der Suche nach Vorräten. Er war einmal der Fußballstar von Bogoren. Jetzt ist er nur ein weiteres obdachloses Opfer des Krieges. Also schlossen sie sich zusammen und hofften auf das Beste. So, wir gucken mal schnell durch. Nee, sind noch die gleichen Charaktere. Aha, interessant. Okay, ja, übliche Prozedere, ne? Wir hacken uns hier fleißig durch unser Haus und gucken uns mal so ein bisschen um. Wo ist denn unser... Ja, der. Das Spiel habe ich jetzt übrigens mal geguckt, weil ich habe mir jetzt nochmal eine andere Version geholt, beziehungsweise eine Version über Steam. Einfach aus dem Grund, um auf dem aktuellen Patchstand zu sein. Geht ja bei über Steam immer ein bisschen besser. Die andere Version habe ich verschenkt. Ach, man kann da runter, okay. So, wir packen natürlich hier alles schön ein. So. Borderless hat natürlich den Nachteil, dass man mal ein bisschen aufpassen muss, wo man mit dem Mausrad so hin, mit der Maus so hin zeigt. Gerade in den linken Bereich, weil ich ja einen Multimonitor habe, also ich habe ja noch einen zweiten Monitor nebenbei zu laufen. So, dann gehen wir da oben rein, da brauchen wir Dietrich. Haben wir eigentlich einen Dietrich? Ich weiß es ja nicht. So. Mach mal auf da, beziehungsweise durchsuch mal. So, der kann den Haufen klein machen. Wir packen natürlich alles ein und der Haufen. So, dann gucken wir da oben mal in unser Schränkchen. Also ich möchte jetzt nicht großartig erklären, um was in dem Spiel geht. Guckt euch einfach mal den ersten Teil an. Der ist auch in der Playlist drin.
Und dann möchte ich noch dazu erwähnen, das wird immer so laufen, dass wir pro Part einen Tag spielen, so dass man gut nachvollziehen kann, wenn man sich jetzt, sag ich mal, in der Playlist guckt, ja, welchen Part und so, man guckt ja nicht jeden Tag immer Let's Plays, so dass man immer weiß, welchen Tag wir denn nun eigentlich waren. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich nehme das jetzt einfach mal an, wa? So, der buddelt da unten auch noch, sehr schön. So, der ist da auch beschäftigt und der ist da auch beschäftigt, alles klar. Ja, die Parts werden dann heißen, wie ich, This War of Mine Day 1 oder Day 2 oder Day 3, ja, je nachdem, wie weit wir sind. Wird wahrscheinlich dann keine Viertelstunde gehen, der Part, aber das ist jetzt auch nicht so wild, sag ich mal. Okay, da ist zu. Und im ersten Part oder im ersten Video haben wir ja, sind wir ja nicht so weit fortgeschritten, dass man sagt, ich sehe, wir waren schon bei Tag 20 oder so. Ergo halb so wild. So, da oben müsste ja dann auch wieder zu sein, wa? Ne, das ist offen. Okay. Schauen wir mal. Aha, alles klar. So, da haben wir das, dann haben wir das. Obere Etage ist jetzt sauber. Und zweite Etage auch, dritte Etage auch. Okay. Dann, da unten war zugeschlossen. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Hier noch. So. Okidoki. Dann würde ich sagen, bauen wir uns schon mal ein Bett. Beziehungsweise machen wir das nicht mit dem Plünderer, sondern mit dem da oben. So, der buddelt da noch fleißig, kann er auch weitermachen. Wir werden jetzt noch schnell ein Bett bauen. Dass zumindest einer im Bett schlafen kann. Das packen wir hier auch wieder in den Keller. So. Gut, Marco ist der geschickte Plünderer und das war der Koch. Ja. Naja, der kann ruhig weitermachen. Noch sind sie nicht hungrig. In der ersten Nacht, die Nacht. So. Wir gehen natürlich hier wieder in unser verlassenes Haus. Menge Lebensmittel, Materialien, Medikamente, Waffen und Teile. Okay, wo haben wir denn unseren geschickten Plünderer? Der plündert. Der schläft und der kann irgendwie mal Wache stehen. Ja. Ach, der kann auch schlafen. Der hat dann zwar schlecht geschlafen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, haben wir irgendwelche Dietriche oder so, die wir mitnehmen können? Haben wir leider nicht. Also gehen wir einfach los. So, dann fangen wir gleich mal hier an. Zap. Alles mitnehmen. Jupp, alles einpacken. So, wir brauchen natürlich als allererstes Nahrungsmittel. Alles klar, müssen wir halt von unten ran. Weil Nahrungsmittel ist so das Grundlegende in dem Spiel. Ohne die brauchen wir nichts weiter machen, ne? Können wir einpacken, sozusagen. Nehmen jetzt hier auch erstmal alles mit, aber ich will auf jeden Fall erstmal in den Kühlschrank. Ist mir erstmal am wichtigsten. So, aha. Gut, dann schmeißen wir hier nämlich ein bisschen was weg. Schießpulver, ne, das brauchen wir erstmal noch ja nicht. Wir brauchen Essen, 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 Essen und Medikamente und Wasser. Was können wir noch wegschmeißen? Holz haben wir eigentlich. So, dann nehmen wir hier den Zucker noch mit. Und das Wasser.
Gucken uns aber trotzdem hier erstmal noch alles an. Also beziehungsweise gucken wir uns wirklich alles an. Ein Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihrem Vater ähneln. Er sieht wie ein Bär aus. So, falls wir jetzt hier noch irgendwelche Teile finden oder so, nehmen wir die noch mit. Was haben wir hier? Überall Schießpulver, ist ja interessant. So, machen wir von hier aus noch die Tür auf. Das war dann, wenn wir die nächste Exkursion starten, gleich rennen können. So. Hier noch ein paar Teile, paar elektrische Dinger hier, waren noch elektrisch? Ja, elektrische Teile. Okay, dann kann er hier eigentlich schon mal sich freigraben. Dauert ja auch immer eine Ewigkeit. Aber was wir jetzt erledigen, brauchen wir später nicht erledigen. Wenn ich doch nur eine Art Schaufel hätte, ja, das haben wir leider nicht. Ja, ich hoffe, dieser Exzellenz mal Bug mit diesen Einstellungen wird noch gefixt. Borderless ist zwar nett, man kann es dann, wie gesagt, zeigt halt auch keinen Rand an. Ist wie Vollbild, sag ich mal, wo es, wenn man halt mit der Maus, in meinem Fall, nach rechts rüber scrollt, ist man dann auf einmal auf dem anderen Monitor. Und wenn man dann darin klickt, dann zappt das Spiel natürlich unten in die Taskleiste. Und das will man ja immer ein bisschen vermeiden, wa? Beim Aufnehmen. So, drei Viertel hat er geschafft. Der Schrank war, glaube ich, auch zu gewesen, soweit ich weiß. Also ich weiß nicht, ob das random ist oder ob das immer gleich ist. Auch von den Charakteren kann euch leider nicht sagen, ob es da auch andere Charaktere noch gibt. So, machen wir mal auf. Alles klar. So, da oben ist noch was zum Untersuchen. Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen, aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn sie das lesen, suchen sie nicht nach mir. So, was liegt hier noch rum? Ein paar Teile können wir ja noch mitnehmen. Die Tür war eh zu. Genau. So, dann gehen wir mal noch runter in den Keller. Weil rein theoretisch müsste da... War hier unten nicht auch noch was? Okay, das ist jetzt, glaube ich, schon mal anders. Weil man konnte hier, glaube ich, auch rausgehen, ne? Aha. Das können wir alles nicht mitnehmen. Also das Haus sieht auf jeden Fall schon mal anders aus. Kann mich da jetzt auch täuschen, aber nee, täusche mich eigentlich nicht. So, das haben wir ja alles hier. Okay. Weil wir konnten doch, in dem anderen Haus konnten wir hier auch noch raus. Das geht jetzt nicht mehr. Aha, also haben wir schon mal eine kleine Veränderung. Ist also nicht immer gleich. Das ist natürlich gut. Die Charaktere finde ich jetzt ja nicht so schlimm, dass sie dass das immer die gleichen Charaktere sind. Also das ist jetzt, ja. Ja, gut, okay. Dann sind wir hier auch schon mit dem ersten Tag durch. Naja, Viertelstündchen haben wir ja fast zusammen. Sehen wir uns im Tag 2 wieder, wa? Also von daher, bis denn.